Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Max Tarantik von der Firma Ancient-Site, hier zuständig für die Geschäftsentwicklung. Heute gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Plattform, damit Sie erstmal einen Einblick darüber gewinnen, was wir denn eigentlich überhaupt machen. Und das Ganze beginnt auf dem Dashboard. Dort sehen Sie erstmal, was wir denn erstmal in der Übersicht auch für Daten erfassen. Ja, es sind grundlegend Sicherheitslücken, Thema Nummer 1. Sie sehen hier auch, wie sich die Sicherheitslücken über Laufe der Zeit innerhalb Ihrer IT verbessern oder verschlechtern. Einzelne Assets, was ist besonders betroffen? Ist es vielleicht der PC vom Geschäftsführer oder eine Webseite? Dann Netzwerkanomalien. Wie verhält sich der Traffic innerhalb Ihres Netzwerkes? Finden gerade Angriffe statt? Nehmen Sie zu, nehmen Sie ab. Welche Zielsysteme sind betroffen und welche Angriffe finden im Detail auch statt? Und zu guter Letzt eine Übersicht über die Audits. Das sind bei uns die automatisierten Pentests. Das heißt, Sie bekommen ein Ergebnis darüber, wie ein Hacker zum Beispiel Ihr System sieht. Gibt es irgendwelche Schwachstellen? Wenn Sie auf dieser Reporting-Basis dann Handlungen durchführen oder Ihr Dienstleister, sehen Sie dann auch hier, ob Ihr System sicherer wird oder nicht. Ja. Wir denken im Prozess, fangen bei den einzelnen Funktionen an und der Prozess beginnt immer erstmal mit der Inventarisierung. Das bedeutet, wir scannen das Netzwerk danach, welche Assets haben Sie denn innerhalb Ihres Netzwerkes alles zur Verfügung. Das kann auch die ganze Peripherie sein von Drucker, Switches etc. Und das ist immer ein Live-Inventar, bedeutet, auch wenn neue Geräte innerhalb Ihres Netzwerkes joinen, bekommen Sie das hier mit. Sie können an die einzelnen Geräte dann auch weitere Metainformationen angeben, wer ist technischer oder fachlicher Verantwortlicher, das auch mit den Standortinformationen etc. hinterlegen. Hier sehen Sie auch schon, direkt auf die einzelnen Assets können wir klassische Health-Checks, also Monitoring schalten, entweder über Ping-Port oder SNMP. Das finden Sie dann bei uns unter den Observations. Das heißt, hier können Sie wirklich tiefgreifend und vollumfänglich SNMP-Überwachungen einrichten. Zum Beispiel bis dahin gehen, dass Sie den Füllstand von einem Druck überwachen oder generell Ihre Peripherie hier in der Überwachung haben. Die ganzen MIPS, also die ganzen Daten von den einzelnen Zielsystemen, bringen wir hier auch schon mit, damit da auch schon eine schnelle und einfache Implementierung möglich ist. Was sich dann hier drauf schaut, sehen Sie auch hier, gibt es dann die ganzen klassischen Monitoring-Informationen. Das Ganze ist alles agentless noch möglich und bedarf auch keiner extra Lizenz. Das heißt, Sie können ja wirklich diese Komponente der Inventarisierung und dieser ganzen Health-Checks, Monitoring, Überwachung komplett kostenlos bei uns nutzen. Wenn es tiefer reingehen soll ins System, kommt unser Agent zum Einsatz. Den können Sie auf Linux oder Windows-Maschinen installieren. Das ist mal quasi plattformunabhängig. Und der gibt uns dann tiefgreifendere Informationen über den Sicherheitszustand des jeweiligen Systems. Um da mal im Detail reinzuschauen, wechsle ich ganz kurz in unseren Honeypot. Da sehen Sie auch schon mal hier, die ganze Plattform ist mandantenfähig. Das heißt, Sie können Unterorganisationen anlegen und dann entsprechend zwischen diesen hin und her wechseln und die auch managen. So, schauen wir uns mal so einen Server jetzt hier an, in dem Fall Windows Server mal als Beispiel. Fängt hier auch wieder ganz klassisch in der Übersicht an. Erstmal Monitoring, die ganzen Metainformationen zu der Maschine und auch schon erste Handlungsempfehlungen. In dem Fall sollte mal was gepatcht werden, weil hier kritische Sicherheitslücken existieren. Beim Monitoring bringen wir hier auch wieder ganz klassisch die Metriken mit. Sie können aber über die Custom-Metriken jede beliebige Metrik hier in Überwachung bringen, die im zeitlichen Verlauf darstellbar ist. Das können Datenbank-Requests sein, das können Apache Nginx-Server sein, das können aber auch zum Beispiel, das könnte eine Telefonanlage sein oder auch Lizenzmetriken, Maschinendaten etc. Also alles, was irgendwo zeitlich darstellbar ist, können Sie hier in die Überwachung bringen. Dann tracken wir noch auf dem System, was läuft da natürlich alles drauf, Software, Autostarts, Dienste. Sie können auch die Dienste hier aus der Plattform raus starten, restarten, stoppen, sich Alarme draufschalten, Systemrelevanzen definieren, Verbindungen anzeigen, wer kommuniziert, wer hört mit und auch die Prozesse entsprechend hier in der Überwachung haben. Also wirklich ganz klassisches Monitoring, weil Ausfallsicherheit ist auch Sicherheit. Wir kommen aber dann hier mal zu den spannenderen Punkten, weil wir sind ein Security-Tool. Das bedeutet, fangen wir hier an mit den Konfigurationschecklisten. Hier geben wir hunderte von Policies oder Checklisten mit. Das sind so die Best Practices, die empfohlen werden, zum Beispiel im Windows-Umfeld von Microsoft direkt. Wie soll zum Beispiel ein Windows-Server 2012 gehärtet werden, um den Sicherheitsanforderungen von Microsoft zu erfüllen? Und hier bekommen Sie dann auch noch die weiteren Informationen, was denn getan werden muss, um diese Konfiguration umzusetzen auf dem Zielsystem. Bei einigen Konfigurationen, wir haben jetzt hier schon viele eingespielt, gibt es auch manchmal so einen Autofix-Button, da klicken Sie einfach drauf und die Konfiguration wird automatisch eingespielt. Sie können sich auch komplett selbst Listen definieren, wenn Sie zum Beispiel bestimmte Compliance-Anforderungen haben oder wenn Sie mit einem Partner zusammenarbeiten.
dort einen Managed-Service-Vertrag haben und bestimmte Dinge an Servern oder an Clients dokumentiert werden sollen, dass diese umgesetzt wurden, kann man das hier auch über eigenen Listen definieren und entsprechend dann abarbeiten und dokumentieren innerhalb der Plattform. Dann die Sicherheitslücken. Hier befinden wir uns ja auf dem System. Das bedeutet im sogenannten Whitebox-Kontext, heißt, alle Schwachstellen, die wir hier finden, sind zu 100% validiert. Das sehen Sie auch hier in dieser kleinen Ampel. Das ist alles valide und es existiert wirklich auf dem System. Das heißt, wir brauchen nicht mehr 100, Listen von 800 CVEs, wo wir dann selber gucken müssen, sind davon irgendwie vielleicht nur 10 für mein System relevant, sondern alles, was wir hier sehen, ist auch tatsächlich da und sollte geschlossen werden. Da sehen Sie auch schon hier, dass zum Beispiel die Sicherheitslücken hier mit den aktuellen Security-Updates oder Monthly Rollout von Microsoft geschlossen werden können. Wenn Sie hier klicken, gibt es auch noch weitere Informationen zu der jeweiligen CVE oder wenn es in der Community Infos gibt, zum Beispiel Exploits oder irgendwelche Tickets, geben wir dann hier auch die weiterführenden Links zu der jeweiligen Schwachstelle an. Ja, das Patchen funktioniert auch direkt über die Plattform. Das heißt, hier sehen Sie dann auch jetzt auch spezifisch auf diesem System die Patches, die zur Verfügung stehen, können dann eingespielt werden. Und das Schöne dabei ist, wir haben hier immer den Blick der Security. Das bedeutet, Sie sehen auch, ist der Patch kritisch, schließt er eine kritische Sicherheitslücke, also muss er vielleicht akut eingespielt werden und nicht erst in einem Monat beim nächsten Patch Day. Das Ganze sehen wir auch über alle Hosts hinweg. Wenn wir hier nochmal in die Übersicht gehen, klicken auf Update Manager, dort sehen Sie dann auch alle Updates, die für Ihre gesamte IT aktuell zur Verfügung stehen, mit den entsprechenden dann auch Assets, die davon betroffen sind. Und man könnte jetzt zum Beispiel hier auch einfach sagen, ich möchte jetzt mal nur die Security-Updates einspielen, ohne irgendwelche Feature-Updates, die vielleicht mein System negativ beeinflussen sollten. Was bringt der Agent noch mit? Dazu wechsle ich mal ganz kurz wieder in eine größere Organisation. Er bringt eine hostbasierte Netzwerküberwachung mit, ein sogenanntes Intrusion Detection und Intrusion Prevention System. Das sieht dann in der Praxis so aus. Sie sehen dann hier live immer den hostbasierten Traffic, auch hier über alle Hosts hinweg, wo der Agent dann installiert ist. Was ist da denn eigentlich los in meinem Netzwerk? Finden gerade Angriffe statt? Und wenn ich so einen Angriff habe, kann ich auch draufklicken und sehe dann auch hier nochmal Detailinformationen, wie er sich im Netzwerk verhalten hat und auch in welchem Stage er sich befindet. Das ist hier so ein Brute Force Bot, der natürlich bei Gaining Access, wenn ich jetzt irgendwie einen Port Check hätte bei Service Scanning oder wenn er auch schon im Netzwerk drin ist bei Infiltrating Network. Das Ganze wird ergänzt durch sogenannte System-Event-Log-Analysen. Das heißt, hier sehen wir auch nochmal die einzelnen Events, die stattfinden, zum Beispiel, ob hier sich an irgendwelchen Geräten jemand erfolgreich eingeloggt hat, kriege ich hier auch nochmal die Metainformationen, hier zum Beispiel unsere Mitarbeiterin. Dann ganz interessant, wenn ich eben Systeme habe, wo sich eigentlich keiner einloggen sollte, also auf irgendwelchen internen Servern etc., dann auf sowas auch die entsprechenden Alarme zu schalten. Wir erkennen aber nicht nur die Angriffe, sondern wir können auch handeln und das wirklich eben hostspezifisch. Das bedeutet, Sie können an dem einzelnen Gerät, ähnlich wie bei einer Firewall, nur eben gerätespezifisch Regeln definieren. Also soll bei einem bestimmten Angriffsszenario oder bei einem bestimmten Verhalten des Hosts dieser geblockt werden, soll vielleicht die Verbindung als nicht mehr vertrauenswürdig klassifiziert werden, etc. Damit können Sie auch den sogenannten Zero-Trust-Ansatz verfolgen. Das heißt, Sie sind nicht mehr abhängig von irgendwelchen Netzwerksegmentsperrungen, sondern Sie können wirklich hostspezifisch hier handeln. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal das dynamische Regelwerk. Das heißt, da brauchen Sie gar nicht viel machen. Das richten Sie einmal ein, definieren hier, okay, was soll dynamisch, welche Angriffsszenarien sollen dynamisch geblockt werden. Sie können aber auch ein komplettes manuelles Regelwerk erstellen, wo Sie wirklich spezifisch selbst definieren, was in welchen Szenarien und Vorkommnissen dann getan werden soll. Das Ganze ist quasi der Blick von innen mit dem Agent auf den System immer. Großer Vorteil hier auch, außer diese manuellen Regeln brauchen Sie nichts konfigurieren. Also die ganzen Schwachstellen, das ganze Monitoring, was wir eben gesehen haben, wird komplett automatisch erfasst von der Maschine und auch so ein Agent ist innerhalb von ein paar Sekunden installiert. Das heißt, Sie kriegen hier oben so ein Skript mit. Das führen Sie dann in der Konsole aus. Das installiert sich dann automatisch auf dem Zielsystem und alle Informationen hier kommen dann hoch innerhalb Ihrer Plattform. Der Agent gibt uns nicht nur Informationen, wir können ihm auch Informationen mitgeben. Das ist dann über sogenannte Plugins realisiert. Das heißt, wir können ihm über PowerShell, Bash und Python Skripte mitgeben, Automatisierungen mitgeben. Sieht dann in der Praxis so aus, wenn ich jetzt mal auf einen Alarm klicke, ich definiere mir einen neuen Alarm. Da könnte jetzt zum Beispiel sein, bitte informiere mich, wenn eine Webseite nicht mehr geht. Also Endpunkte sind bei uns immer Webseiten, Hosts sind Clients oder Server und Observations ist die ganze Peripherie drumherum.
Und hier unter Automatisierungen kann man jetzt zum Beispiel sich dann hier seine definierten Plugins auswählen. Das kann jetzt hier sein Restart Apache Server. Bedeutet, wenn Sie den Alarm geschaltet haben, bitte informiere mich, wenn die Webseite nicht mehr funktioniert, dann wird der Alarm getriggert, wenn die Webseite down ist. Der Apache Server im Hintergrund wird neu gestartet und Sie lassen sich dann hier informieren darüber, okay, läuft das System wieder. Und damit kann man eben Ersthandlungen automatisieren und da sind der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Das kann zum Beispiel auch sein, neues Windows-Gerät bekommt automatisch eine SSL-TLS-Konfiguration mit oder soll ein Backup gemacht werden, was auch immer. Sie können hier Ihre Workflows definieren, selbst skripten oder Ihr Partner oder wir helfen Ihnen dabei, den entsprechenden Szenarien umzusetzen. Ansonsten gibt es auch schon etliche Vorlagen, die Sie unter Plugins finden werden. Ja, das ist der Agent, der Blick von innen auf den Systemen. Und dann gibt es nochmal zwei Blicke von außen. Punkt Nummer 1 sind Endpunkte, also Webseiten. Hier gebe ich einfach eine URL rein. Innerhalb von ein paar Sekunden habe ich die Ergebnisse. Klassisch auch wieder Monitoring. Hier ist die Webseite erreichbar. DNS-Konfiguration, SSL, TLS. Also sind die ganzen Chiffren aktuell? Sind die Zertifikate aktuell? Entsprechen die den Stand der Technik? Also sind sie DSGVO-konform? Welche Software läuft auf dem Webserver? Sind die Security-Headers gesetzt? Also immer wenn ich Eingabefelder auf einer Webseite habe, könnte das ja auch korrumpiert werden oder die Webseite generell durch sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken, wo dann dem jeweiligen Nutzer vorgetäuscht wird, auf der realen Webseite zu sein. Und das kann ich mit solchen Security-Headers unterbinden. Hier gibt es dann auch schon die konkrete Empfehlung, was denn dort gesetzt werden muss, um das zu erfüllen. Dann Portscan, welche Ports sind offen und Sicherheitslücken natürlich dann wieder, die auf den jeweiligen Webserver oder auf Basis der Software, die dort läuft, gefunden werden. Zweiter Blick von außen. Jetzt kommen wir in das Thema Penetrationstesting. Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Hacktor zu installieren. Das Schöne dabei ist, Sie können den Hacktor beliebig platzieren. Bedeutet, einmal entweder intern in Ihrem Netz oder extern außerhalb Ihres Netzes. Und somit können Sie einen Angriff nachstellen. Wie würde sich zum Beispiel ein Angreifer von außerhalb verhalten? Also welche Informationen bekommt er von außen? Ist vielleicht eine Firewall fehlkonfiguriert? Kommt man von außen irgendwie rein in die Netze? Und auch wenn ich den intern platziere, wie würde sich ein Angreifer verhalten, wenn er intern im Netz ist, kann er vielleicht sich vielleicht Zugriff dort auf Datenbanken generieren, schaffen oder irgendwelche Dinge einfach infiltrieren, vielleicht auch über SNMP oder Telnet etc. So ein Hacktor ist auch sehr schnell installiert, wie alle Komponenten, wie gesagt, wir sind komplett softwarebasiert, einfach hier das Skript auf einem Gerät innerhalb Ihres Netzwerkes oder extern ausführen und schon installiert es sich komplett automatisch, dann geben Sie die Zielsysteme vor, was soll denn angegriffen werden, ja, das können eine IP-Adresse sein, IP-Ranges, das kann ein Watchdog sein, also alle Geräte aus der Inventarisierung, das kann dann aber auch Webseiten sein. Der Hacktor erkennt immer automatisch, welche Services im Hintergrund laufen und greift diese explizit an. Wenn Sie das getan haben, bekommen Sie hier solche Audit-Reports. Da sehen Sie auch nochmal die Informationen, was wurde hier gefunden, welche Anwendungen laufen hinter den IPs, die Sie als Ziel angegeben haben. Sehen Sie auch nochmal aufgeschlüsselt, über welche Ports das erreichbar war. Und dann hier im War Room sehen Sie entsprechend dann die Aufschlüsselung, welche Schwachstellen gefunden worden sind, ungültiges Zertifikat etc. Wie gesagt, das können Telnet-Daten sein, das können fehlerhafte Zertifikat-Implementierungen sein, das kann irgendwelche Gast-Logins sein, das kann aber auch ein Datenbank-Dump sein, der offen im Internet zugänglich ist oder irgendwelche Login-Daten, Anonymous Logins, die ich nicht geändert habe. Ich kann dem Hacktor auch selbst Passwortlisten mitgeben, ich kann ihm auch Credentials mitgeben, um bestimmte Szenarien zu testen. Also hier ist tatsächlich viel automatisiert möglich. Und die ganzen Reports, sowohl beim Hacktor als auch beim Agent und bei den Webseiten, können Sie alles auch automatisiert als PDF exportieren, um diese gegebenenfalls weiterzuleiten oder damit weiter dann zu arbeiten. Ansonsten gibt es auch hier innerhalb der gesamten Plattform immer sehr ausführliche Filtermöglichkeiten, wonach ich dann hier auch entsprechend dann meine Ergebnisse natürlich filtern kann. Ja. Und damit wären wir grob am Ende. Das soll nur eine Kurzübersicht gewesen sein, damit Sie wissen, was EngineSight denn eigentlich macht. Also wir denken, wie gesagt, im Prozess Inventarisierung, Überwachung von innen, Überwachung von außen, automatische Penetrationstests mit dem Ziel, wirklich Ihre IT dauerhaft eine Überwachung zu haben, hier auch Enterprise-Funktionalitäten mitzugeben, wie dieses IPS, IDS, um Sie als Mittelständler hier dauerhaft sicher abzusichern und Ihnen immer wieder den Zustand über Ihre IT mitzuteilen.
Genau, und damit bedanke ich mich. Und wenn Sie weiterhin Interesse haben an einer tiefgreifenderen Vorstellung oder einfach mal am Test, kommen Sie gerne auf uns drauf zu. Sie können auch auf der Webseite die ganze Plattform kostenlos testen, 14 Tage mit allen Funktionalitäten. Dort bekommen Sie eine Serverlizenz und eine Webseitenlizenz mit. Dort einfach mal schnell installieren. Den Hector und die Inventarisierung können Sie dort auch schon ausprobieren. Ansonsten freue ich mich über den weiteren Austausch. Vielen Dank und hoffentlich bis später.